herzlich willkommen zum neuen Video. So, heute werden wir einmal so ein bisschen Feedback geben zu dem letzten Video. Das heißt, wir haben ja letztes Mal so ein paar Projekte vorgestellt, die wir bei uns hier auf dem Hof stehen haben und in der Halle stehen haben. Chevy Nova, schöner Aston Martin, Honda S2000, meine geliebte Corvette, Strandbuggy, 123er Coupé. Und da kamen ja einige Kommentare, vielen Dank schon mal dafür. War auf jeden Fall lustig mal zu sehen, was die Leute so denken, worauf die Leute Lust haben. Das heißt, der Honda S2000 kam ja oft vor, aber ich habe den Honda S2000 verkauft. Da wird es auf jeden Fall noch was zu sehen geben, aber da will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Dann haben wir noch den Honda von Alex. Da ist es auch ein bisschen schleppend vorangegangen, weil Alex hatte sich noch ein anderes Fahrzeug angeguckt. Der hat so ein paar Gene von mir, glaube ich, übernommen. Hatte sich einen im Turbo angeguckt, weil er dann irgendwie doch ein bisschen mehr Leistung haben wollte. Das ist halt einfach nur derbe viel Aufwand, ne? Alex? Ja. Hat sich jetzt aber doch dann wieder dagegen entschieden, wird den jetzt auch fertig machen. Was uns natürlich aufgefallen ist, es haben ziemlich viele Leute drunter geschrieben, dass sie sich über Oldtimer-Content freuen würden. Wir haben auch E-Mails bekommen mit Angeboten von Fahrzeugen, also super geil. Also freuen wir uns sehr drüber, wenn sowas passiert. Also das heißt, wir haben jetzt kein Fahrzeug aus der Halle genommen, sondern es hat sich was angeboten. Und zwar hat die Nora von Hagen ja einen Firmenwagen geschenkt bekommen. Und das ist ein 123er. 123er Coupé. Die 123er, wissen die meisten, sind sehr beliebt. Sind Wertanlagen, die haben natürlich aber auch ihre kleinen Tücken. Das heißt, sind öfter auch mal durchgerostet oder ja, ich sag mal, bei dem Alter ist es klar, dass auch mal irgendwie ein paar Lenker oder Buchsen oder wie auch immer am Motor mal was gemacht werden muss. Wir werden das heute einmal anschauen und werden am Ende des Videos einmal eine Kostenaufstellung für das Fahrzeug machen, damit einfach die Leute mal wissen, was würde mich das kosten, wenn ich mir zum Beispiel so ein Auto kaufe und den irgendwie günstig bekomme oder wie auch immer. Und da sind Rostarbeiten und sowas dran zu machen. Das heißt, es ist keine Vollrestauration, sondern es wird eine Teilrestauration zum Beispiel. Dann habt ihr einfach mal einen Überblick, was sowas überhaupt kostet. Viel Spaß bei dem Video. Liken, teilen, abonnieren. Und das auch gerne bei Pia und bei Nora. Das findet ihr alles in der Videobeschreibung. Und natürlich für Hagen auch die Daumen hoch, der das Auto natürlich auch zur Verfügung stellt. Und mal gucken, ob wir noch was machen werden. Hagen hat mal was springen lassen. 123er Limo. Da würde ich sagen, haben wir nichts mit falsch gemacht. Hast du den Fahrzeugschein dabei? Ja, was sagst du? Du findest ihn gut, ne? Ich liebe ihn. Ich liebe ihn einfach. Ich finde die Dinger auch richtig geil. Nicola und ich haben die früher oft geholt, gekauft oder auch nicht oder auch für Kunden fertig gemacht. Deswegen wissen wir ungefähr, wo die Schwachstellen sind. Jeder hat aber andere Schwachstellen. Deswegen gucken wir den auf jeden Fall heute einmal durch, damit du auch vernünftig damit fahren kannst. Und auch, wo wolltest du noch mal hin? Du warst ja schon weg damit. Ich war schon weg. Ich war zweimal Schabolz. Also zweimal? Hat er gut mitgemacht, muss ich ehrlich sagen. Also keine Probleme. Ich habe mich auf alles eingestellt. Aber er klappert. Ja, er klappert halt. Ne? Ja, du hast gesagt, er macht ein paar Probleme. Ja. Was sind das für Probleme? Naja, also beim Fahren ist auf jeden Fall die ganze Zeit durchgängig ein Klappern. Erst wenn ich 60 oder schneller fahre, hört es auf. Das ist normal. Das ist normal anscheinend. Und gerade wenn man das Auto halt eigentlich ausmachen möchte, Schlüssel ist schon raus und dann fängt das ganze Auto an zu beben. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Ja. Sieht richtig cool aus. Der ist geil. Danke. Also hier ist auch so. Standardsachen sind meistens hier die Armaturenbretter hier. Das sieht man hier schon, die so ein bisschen gerissen sind und so von der Sonne einfach. Und das Geilste ist, hier bei den alten Dingern hast du hier noch richtig so den Couch-Sessel. Klima hat er nicht. Hat er nicht. Sehr lustig. Vorne kommt kalte Luft raus und an den Seiten kommt warme Luft raus. Keine Ahnung wieso. Das ist auch bei einem. Das ist das richtige Mischfeld. Ja, eben. Noch klappert nichts. Ich finde, es hört sich halt einfach nur alt an. Das ist halt normal eigentlich. Ich will jetzt nichts. Hinten, ne? Digga,
Beifahrersitz quietscht aber richtig hart, Alter. Ja, ich habe das Gefühl, das war der Beifahrersitz, was du gerade gehört hast. Nee, nee, das weiß ich. Vorne sehe ich jetzt nichts. Also hast du das, wenn du schnell langsam fährst oder hast du das auch beim Lenken? Nee, oder? Eher wenn ich langsam fahre. Also so, wie gesagt, bis zu 50 km/h habe ich von vorne. Also auch nicht vor. Guck mal, hier haben wir so ein bisschen. Lüftung so rauchen. Ziehen. Oh, Vorsicht, da kommt. Das hier? Aber ist alles normal. Schade, dass kein Lederlenker ist. Ja. Oder Holz, wäre auch schön. Holz wäre auch geil, ja. Ja. Aber dadurch, dass du kein Airbag hast, können wir hier auch richtig geile Lenkräder holen. Ja. Also da kann man richtig schöne Holzlenkräder holen, auch so kleinere. Dann muss ja nicht so ein kleines, aber man kann auch. Nö, dann was Großes. Ja. Ich höre nichts. Ja, ich höre auch nichts. Habt ihr was gehört? Schreibt es in die Kommentare. Ich sag einfach gar nichts. Also jetzt können wir gleich mal das mit dem Ausmachen. Mal gucken, ob das jetzt gleich mit dem Erdbeben passiert hier im Auto. Wir werden eingewiesen. So, mal gucken. Genau, jetzt ausmachen. Das ist crazy, ne? Also, was war denn das nochmal, Alter? Wenn ihr wisst, was das war, schreibt es gerne in die Kommentare, aber ich werde es gleich rausfinden. So, eine glühende Zündung. Ja, und wo? Das heißt, bei Zündkerzen sind das Öl dran oder irgendwas dran? Und das fängt an zu glühen, dann machst du ihn aus, zündet weg, aber er entzündet sich noch selber. Ja. Das heißt, Kerzen machen und mal Zündung richtig einstellen. Mhm. Guck mal, genau das war das, woran ich gedacht habe. Und liegt das jetzt daran, dass es ein Vergaser ist? Oder ja, normal. Kann das auch ein... Pass auf, beim Vergaser ist es immer so, wenn du Einspritzer hast, da kannst du genau sagen, pass auf, ich möchte so und so viel Kraftstoff dann und dann haben. Ein Vergaser ist so, da wird oben Sprit reingehauen und Luft, du machst die Drosselklappe auf und dann sagt, friss oder stirb. Jeder Zylinder kriegt so viel, wie wir brauchen. Deswegen waren die auch nie so effizient. Deswegen können wir gucken, ob wir die mal richtig einstellen. Das geht ganz gut, recht easy. Aber erstmal Kerzen raus und Zündung richtig einstellen. So, wir gucken erstmal von außen jetzt. Ist euch da schon irgendwas aufgefallen oder so? Oder? Rostet halt ein bisschen, ne? Also man sieht natürlich bei den älteren Autos, ist klar, dass sie auch mal irgendwann lackiert worden sind. Hier siehst du so ein paar Einschlüsse und sowas, aber das ist alles Patina, würde ich sagen. Oh ja, der ist gebrochen, ja. Ja, also es hält so dreimal wischen und dann ist es schon wieder ab. Dann ist er weg, ne? Ja. Ja gut, da können wir einen neuen Wischerarm holen. Die müsstest du eigentlich noch kriegen. Das ist die Dichtung, ne? Die bröselt halt hier komplett raus. Ja. Vor allem, wenn es nass wird, dann bröselt die halt komplett, ne? Also hier ist, auf der anderen Seite ist es viel schlimmer, sieht man auch von hier haben, dass da rauskommt. Ja. Alte Dichtungen werden irgendwann porös. Hier hast du auch noch so eine, das ist im Prinzip so Gummi. Und so ein Filzkram noch mit drin. Das wird das auch, wenn es abfährt, ist es so, so faserig, ne? Ja, genau. Und die Dinger sind einfach irgendwann porös, alt und da geht der Weichmacher raus, wie bei Reifen auch, und dann war es das irgendwann. Hier, das ist auch so ein typisches Ding für alte Benz. Ich weiß nicht, ob du es raufkriegst. Kriegst du wahrscheinlich rauf, ne? Das ist noch am Anfang hier, das ist also noch nicht ganz so schlimm. Aber hier oben siehst du es auch, ne? Das zieht hier sich in die zwischen die Scheibe. Das ist ja zwei, also das ist so Verbundglas. Da ist im Prinzip noch mal so eine Kunststoffschicht zwischen und zieht sich hier die Feuchtigkeit rein und dann sieht das halt irgendwann ganz weiß aus. So, ne? Das hast du bei den alten Autos. Dann hast du hier gesagt, Rost haben wir hier ein bisschen. Also wir werden ihn auf jeden Fall gleich sowieso noch mal aufbocken. Vom Rostzustand her, wenn man von außen guckt und er ist weiß, bei weiß siehst du normalerweise immer direkt alles an Rost und hier ist echt auf den ersten Blick wenig Rost. Dann hast du oft hier die Türen unten. Hier fängt er, also hier sieht man halt den Anfang, ne? Das ist halt das Blech, was hier umgelegt wurde auf das Türinnere. Dazwischen ist das einfach durch die Bewegung und alles Mögliche, fängt das einfach irgendwann an zu rosten, weil da einfach kein Lackschutz mehr ist. Also im Prinzip ist sowas eigentlich tot, obwohl es noch nicht so schlimm aussieht. Wenn du es richtig beheben wollen würdest, dann müsstest du das hier alles aufmachen. Entweder schneidet man das auf oder man dreht es hier auf. Entrostet das alles so gut wie es geht, macht am besten noch ein bisschen Rostvermandler rein, macht das dann wieder zu. Aber das ist noch relativ wenig. Wenn der Wagen jetzt im Allgemeinzustand richtig gut ist, dann lohnt sich das auch bei so einem Auto das zu machen. Die Autos sind einfach begehrt, die sind vom Preis her gestiegen, die werden immer steigen. Der hat ja auch schon H-Kennzeichen und alles. So,
Nächste Tür. Ja, das ist jetzt hier unsere. Achso, eure Quietschi. Die Leiste hier, die ist von innen verschraubt, nach außen mit so einer Minischraube. Und hier siehst du, vorher mal von außen, pass auf, hier siehst du Ross. Das heißt, wenn du hier durchschraubst und diese Gummileiste zum Beispiel, die bewegt sich ja auch. Das heißt, die Schraube kommt irgendwann an die Türkarosserie, also sozusagen ans Blech ran, macht die Farbe weg und irgendwann sieht er so aus. Das dauert ein bisschen länger, aber da läuft natürlich das Wasser von oben rein. Und dann, ja, ein bisschen hat er, ne? Hast du ihn hier schon angeschrammelt? Nee. Na. War der mal blau oder ist da was Blaues gegengefahren? Ja, das sind so eine. Das ist alles fake, ja. Das ist leider. Oh nein. Expose uns mal nicht so, hallo weg hier. Weißwandreifen sind teuer. Die Rückbank löst sich halt hier ab. Ja gut, aber das sind so, das ist nicht schlimm, weil das kannst du, da gehst einmal zum Sattler oder so. Siehst du hier in der Mitte diesen Draht so mäßig? Ja. Ihr macht doch auch Klamotten, oder nicht? Das könnt ihr selber reparieren. Ah, echt? Ja, weil du, also so, also im Prinzip ist es bei den älteren Sitzen meistens so, oder auch nicht nur bei den älteren, teilweise auch bei den neueren, du hast so eine Metallringe. Mhm. Und die werden einfach sozusagen, wie soll ich das erklären? Genau, also wird im Prinzip so rumgemacht. Mhm. Und dadurch ist auch der Stoff dann meistens hier so in der Mitte und so eng dran. Ja, okay. Das heißt, jeder, alle paar Zentimeter hast du immer so einen Metallring, der da so rumgewickelt wird. Und das müsste hier der gleiche Fall wahrscheinlich sein. Okay. Aber Kofferraum, müssen wir den auch aufmachen? Jetzt hast du alles schöne Kofferraum geschmissen, ne? Das ist doch voll aufgeräumt. Also hier sieht man auch so geht's los. Genau. Hier, guck mal. Also da geht's schon los. An. Wir haben hier sogar ein Bettlaken hingepackt, weil hier hatten wir eine richtige Pfütze. Also das ist einfach scheiße, weil das ist das kommt nicht durch den Kofferraum. Das ist da hoch. Ja. Es kommt auch von der anderen Seite, aber da ist es nicht so extrem. Das ist mal hier schlimmer gewesen irgendwie. Okay, dann haben wir nämlich genau das Problem, was auch immer die alten 123er haben. Also normalerweise Heckscheibe raus. Du hast hier bei den Heckscheiben, hast du immer an der Kante hier, blüht das meistens auf. So, und dann ist hier unter, dann läuft das Wasser hier im Prinzip noch irgendwo rein. Oder Wasser findet immer seinen Weg. Und dann hast du da unten ein Loch und dann schießt er das einfach ins Auto rein. Ich habe irgendwas mit meinen Kontaktlinsen. Was habe ich denn heute? Heute habe ich voll viel. Ich bin aggressiv, einfach ohne Grund. Hier haben wir den nächsten. Ja, das ist, hier ist super, Alter. Hier ist gar nichts. Das ist Kleber. Hier ist so minimal Rost. Hier auch wieder das gleiche Thema eigentlich. Also es ist im Prinzip immer eigentlich das gleiche Thema. Entweder hast du zwei Bleche übereinander, wo einfach im schlimmsten Fall einfach keine richtige Versiegelung ist und wo es dann zwischen rostet. Oder du hast irgendwelche Gummigeschichten, die viel bewegt werden, weil der Kofferraum geht auf und zu und dann hast du irgendwann einfach hier auch mit diesem Plastikkram und so, das ist ja alles einfach auf Blech gelegt, dann fängt das einfach irgendwann an zu gammeln durch die Bewegung, weil der Lack einfach weg ist. Siehst du das? Da ist ein Blech und da über ist ein Blech und dazwischen gammelt der Scheiß und dann hast du das Problem. Hier kommt der Ziebel raus. Eieieiei. So, jetzt gehen wir hier nochmal den Motorraum durch. Dann bocken wir das Auto natürlich nochmal auf, gucken von unten alles durch. Aber das dauert hier alles viel zu lange. Deswegen sage ich jetzt hier mal stopp. So, also ich habe mich mal hingesetzt und ein Angebot fertig gemacht. Ihr wisst zwar noch nicht, was alles passiert ist, aber es sind ein paar Sachen zu machen. Der Wagen ist in einem guten Zustand, würde ich sagen. Ist nicht viel Rost, es sind aber halt ein paar Sachen wie Buchsen und einfach so ein paar Geschichten, die wir da machen müssen. Und zwar kann ich das ja mal aufzählen. Dichtung Ventildeckel, Querlenkerlager, Keilriemen zweimal, Querlenkerlager, also unten und oben haben wir die. Spurstange links, rechts, Stoßdämpfer links, rechts wurde neu gemacht, normalerweise beide Stoßdämpfer. Da der rechte aber schon neu ist, würden wir dann auch nur den linken machen. Zündkerzen alle, Ölfilter, Luftfilter, Motorhaube gebraucht, da ist ein Löchlein, Kofferraumdichtung, Dichtung Schiebedach, Antenne, Spiegelglas links. Das sind jetzt so die Sachen, damit man ihn wieder auf einen guten Zustand bringt. Da kommt natürlich, das sind jetzt nur die Teile, das heißt, da kommen natürlich auch noch Arbeiten dazu. Jetzt habe ich irgendwie hier die Seiten vertauscht, warte mal. So. Und zwar geht das los. Soll ich das einfach mal vorlesen oder soll ich einfach mal? Okay. Ventildeckeldichtung erneuern, Aggregateriemen erneuern,
Querlenker vorne links oben aus einbauen, Querlenker Vorderachse rechts oben aus einbauen, Querlenker Querlenker alle ausbauen, Fahrwerk natürlich vermessen am Ende, weil die Spurschranken auch neu kommen, Stoßfänger vorne links erneuern, Stoßfänger hinten aus einbauen, weil da ja auch ein bisschen Rost war, da fällt mir auch gerade ein, ich habe da noch was vergessen, da muss ein bisschen entrostet werden, aber das ist ein unterhalb der Stoßstange, das heißt, das kann man auch so lacken, Seitenteil links entrosten plus lackieren, Türen rechts unterhalb spachteln und lackieren, also da müssen Bleche ersetzt werden, das heißt, da muss auch ein bisschen gespachtelt werden und lackiert werden. Das kann man aber unterhalb machen, das ist nicht ganz so wild, das kann man bei den Türen ganz gut machen. Zündkerzen erneuern, Zündung einstellen, Ventilspiel einstellen, Ölwechsel, Kraftstofffilter, Luftfilter, Kofferraumdichtung erneuern, Kofferraum entrosten, da müssen wir auch gucken. Kann auch sein, dass unter der Dichtung, die haben wir jetzt ja noch nicht abgemacht, weil der Wagen ja noch fährt, es kann sein, dass unter der Dichtung noch eine Überraschung auf uns wartet. Das heißt, es kann noch ein bisschen was dazukommen. Das heißt, man müsste nicht nur entrosten, sondern vielleicht auch noch ein Stück Blech ersetzen. Dichtung Schiebedach erneuern und Türfangband reparieren. Da liegt man bei so einem Aufwand, das ist ja auch nicht wenig. Das heißt, die ganzen Lenker und Buchsenpresse und so ist natürlich auch ein bisschen Zeit. Aber insgesamt liegen wir mit Beschaffung der Teilen auch mit einer gebrauchten Motorhaube bei 4.053,51 € brutto. Ganz schöner Batzen, Alter. Ist ein ganz schöner Batzen. Für einige ist es wahrscheinlich auch sagen so, boah, ist das viel oder wie auch immer. Aber der Wagen hat ja auch nicht ganz so viel gekostet. Das heißt, wenn man ja ein bisschen weniger für so ein Auto ausgibt, muss man auch damit rechnen, dass man ein bisschen was reinstecken muss. So, und klar, es ist auch so, man kann natürlich auch ein paar Sachen vielleicht alleine machen. Vielleicht so ein paar Dichtungen oder sowas erneuern, das kriegt man vielleicht auch mal alleine hin. Wenn es aber schon daran geht, Buchsen zu pressen und all so ein Kram, Fahrwerk vermessen, das sind alles so Sachen, die sollte man schon in der Werkstatt machen. Und man hat halt auch einfach nicht das Werkzeug zu Hause oder die meisten auf jeden Fall nicht. So, Zündkerzen und Luftfilter und sowas kann man natürlich noch selber tauschen. Aber wenn es dann schon wieder daran geht, die Zündung einzustellen, und das Ventilspiel einzustellen, dann sollte man auch wieder in die Werkstatt fahren. Das heißt, man kann natürlich, wenn man so einen Oldtimer selber so ein bisschen teilrestaurieren möchte, kann man natürlich auch ein bisschen selber Hand anlegen, um ein bisschen Geld zu sparen. Ein paar Sachen muss man halt einfach irgendwo auch in der Werkstatt machen. So, jetzt wisst ihr auf jeden Fall mal, was sowas kosten kann. Wir verkürzen das Video jetzt mal ein bisschen, weil jetzt die ganzen Sachen nochmal zu zeigen, wäre jetzt auch Quatsch. Ihr wisst Bescheid. Und weiter mit dem Video. Also, der Wagen, so wie wir ihn jetzt gesehen haben, alles durchgeguckt haben, ist wirklich im sehr guten Zustand. Ein paar Sachen müssen noch geschweißt werden, vielleicht irgendwie ein bisschen entrostet werden. Und Nora will ja auch gerne noch ein bisschen was machen. Was würdet ihr denn mit dem Auto machen? Was wäre so euer Stil? Was braucht ihr über neue Felgen oder tiefer oder eine andere Farbe oder Nora oder wie auch immer? Schreibt es mal in die Kommentare. Felgen, tiefer, Luftfahrwerk. Hier, Luftfahrwerk hat ja, sowas, drauf, ne? Ja, sowas wie die Amis, wenn man so wackelt. No so Rider. Somit kommen wir zum Ende des Videos. Schreibt doch mal rein in die Kommentare, was ihr damit machen würdet. Mir würde viel einfallen, was wir machen können. Und Nora hat bestimmt auch noch einige Sachen, worauf sie Lust hat. Wie gesagt, ein paar Sachen haben wir schon gehört mit Lenkrad und sowas. Da könnt ihr natürlich auch mal ein paar Sachen reinschicken. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Lenkräder irgendwie rumliegen oder so. Ja. Ne? Sie würde sich bestimmt freuen, wenn da ein paar Sachen bei rumkommen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren, teilen, Glocke aktivieren, kommentieren. Schaut auch mal im Shop vorbei. Schaut auch mal im Shop vorbei, wenn ihr mal so einen schönen Pulli haben wollt von uns. So einen schönen Fummel hier, guckt ihr an. Geil. Ja, gut, das ist der alte, ne? Das G in Enthusiastik steht für gönnen, oder? Bis zum nächsten Mal. Stopp! Wenn ihr den Rest des Videos noch sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare rein. Da wäre noch genug Material für den zweiten Teil, falls ihr darauf Bock habt. In meinem Bett.